sagt hinterher, wer ihr wart. Mal unter uns, Herr Gabriel, wie schätzen Sie denn die Lage um TTIP, CETA und Co. ein? Und wer möchte das wissen, bitte schön? Der Bild-Zeitung habe ich doch alles Wichtige schon gesagt. Und heute meine ganzseitige Anzeige in den Zeitungen. Nämlich 5 Gründe, warum TTIP gut für uns ist. Nun, ich bin nicht von der Presse. Ich bin Ihr Coach vom Bundeskanzleramt. Projektgruppe Wirksam Regieren. Was? Wer? Dr. Liebermann, Psychologin. Unser Stab ist dabei, alternative Designs von politischen Vorhaben auf der Grundlage qualitativer Problemanalysen und verhaltenswissenschaftlicher Evidenz zu entwickeln. Und zwar, um politische Ziele besser zu erreichen. Aktuell insbesondere die Freihandelsverträge. Hat sie etwa die Chefin auf mich angesetzt? Mit ihr bin ich doch voll auf einer Linie. Ich brauche keinen Psychocoach. Ich weiß selber am besten, wie ich meine politischen Ziele erreichen kann. Aber Herr Gabriel, Ihr CPS ist seit dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos total eingebrochen. Mein was? Ihr Credibility Performance Score. Das ist ein empirisch ermitteltes Maß dafür, wie glaubwürdig sie in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Und mit Verlaub, Ihre Bemerkung in der Runde der Wirtschaftselite in Davos war ein Kommunikationsdesaster. Deutschland ist reich und hysterisch. Das sagten Sie zur Kritik an den TTIP-Vertrag. Da bin ich einmal authentisch und sag, was ich denke. Und dann ist es wieder nicht recht. Authentisch vielleicht, aber das klingt nicht gerade nach Respekt und Wertschätzung. Damit zeigen Sie dem ganzen Volk den Stinkefinger, bildlich gesprochen. Wissen Sie was, Frau Psychologin? Ihr CPS oder was, das können Sie sich sonst wohin stecken. Meine Glaubwürdigkeit ist ganz im Gegenteil auf einem Rekordhoch. Nämlich dort, wo es drauf ankommt. Die Herren von Daimler, Monsanto, Goldman Sachs etc. haben mir auf die Schulter geklopft und ins Ohr geflüstert. Bravo! Endlich eine klare Kante. Sie sind unser Mann. Weiter so! Herr Gabriel, wir können aber die Meinung der Bevölkerung nicht total missachten. Wir müssen den Menschen wenigstens das Gefühl geben, dass ihre Meinung wichtig ist. Nur dann haben wir freie Hand, die Verträge abzuschließen. Sie wissen ja, die EU-Kommission hat eine Befragung zu TTIP durchgeführt und das Ergebnis war, 97% sind dagegen. Na und? Die produzieren doch nur für den Papierkorb. Solche Befragungsergebnisse, die werde ich nicht mal ignorieren. Herr Gabriel, bitte, mit Ihrem rabiaten Vorgehen provozieren Sie unnötige Widerstände. Sie müssen die Menschen einladen und nicht verächtlich behandeln. In modernen Postdemokratien ist Empathie, ist Dialog mit dem Bürger angesagt, wenn der Bevölkerung schon keine wirkliche Teilhabe und Mitwirkung zugestanden werden. Sie können einfach nicht außer Acht lassen, dass nicht nur Attac und die Linkspartei, sondern inzwischen auch ganz seriöse Institutionen wie der Städtetag,
der Deutsche Kulturrat und ganze Bistümer den Freihandelsverträgen ablehnend gegenüberstehen und zunehmend auch kleine und mittlere Unternehmen. Gute Frau, Sie haben doch keine Ahnung von Politik. All diese feinen Gremien üben Kritik. Ich sage denen, sehr gut, ich bedanke mich herzlich für Ihr Mitwirken, für die Arbeit des von mir eingesetzten Beirats, für die Bürgerdialoge der Europa-Union, für die eminent wichtigen Hinweise und Anregungen. Selbstverständlich werden wir alles genau prüfen und dafür sorgen, dass Arbeitsplätze gesichert und Wohlstand für alle geschaffen wird, Standards beachtet werden, etc. pp. Das Übliche eben. Unsere Experten zitieren, Nebelkerzen zünden und ein bisschen Schleim. Das Ziel ist doch klar, die Verträge müssen einfach kommen. Das erwarten schließlich die Märkte und die Investoren von uns. Wir stehen bei Ihnen im Wort. Sicher, das kann mal funktionieren, tut es meist auch. Aber auf Dauer verlieren Sie Ihre Glaubwürdigkeit und das Vertrauen der Menschen in die Politik. Und Sie wollen Psychologin sein. Sie verstehen nicht nur von Politik nichts, sondern auch nicht von der Seele der Deutschen. Glaubwürdigkeit, ich habe mir schon 20 Mal selbst widersprochen. TTIP mal als verfassungswürdig, widrig, als verfassungswidrig bezeichnet. Dann gesagt, das geht gar nicht anders. Mal für Schiedsgerichte plädiert, dann wieder Ablehnung signalisiert, dem DGB und meiner Partei dieses, den Abgeordneten jenes versprochen. Na und? Die Leute sind vergesslich, Gott sei Dank. Und sie wollen sowieso nicht die Wahrheit. Sie wollen gezeigt kriegen, na was, wo es lang geht. Deutsche wollen Autorität, die ihnen das Gefühl der Stärke vermittelt. Und genau das gebe ich Ihnen. Gewiss, aber wenigstens einige formaldemokratische Regeln müssen wir in unserer Postdemokratie einhalten. Frau, wie war doch Ihr Name? Ich will Ihnen mal was verraten. Zu viel Demokratie überfordert die Menschen. Wirkliche Macht braucht doch keine demokratische Legitimation. Schauen Sie sich die mächtigsten Institutionen an, die es gibt. Die Europäische Zentralbank, Google, Goldman Sachs, meinetwegen auch die Troika. Sind die etwa demokratisch legitimiert? Na also. Herr Gabriel, muss ich Sie denn daran erinnern, dass wir den Menschen immer vorgemacht haben, dass wir in einer Demokratie leben. Wir preisen die Grundrechte und die Menschenrechte und sagen, das ist unsere Demokratie, das sind unsere Werte. Bei Ihrer Methode denken die Menschen allmählich, mit Wertegemeinschaft sind nur noch die Werte der Konzerne und Banden gefragt. Demokratie, Demokratie. Jetzt seien Sie doch nicht kindisch. Die TTIP-Gegner sind es, die die Demokratie gefährden. Sie wollen die Freiheit kappen, die Freiheit des Investors. Wir dagegen, wir schützen die Grundrechte der Investoren auf Freiheit, Gleichheit und Freizügigkeit. Klar, Demokratie ist unser Blockbuster, unser Exportgut. Aber Vorsicht! Demokratie verzerrt den Markt und den Wettbewerb. Der Markt muss verwerten können und Profit schaffen, egal ob es sich um Hähnchen, Wasser, Bücher oder Flüchtlinge handelt. Entscheidend ist der globale Markt und unsere Vormachtstellung auch im Vergleich mit China.
da bin ich mit Frau Merkel vollkommen einig. Aber Herr Gabriel, das klingt tatsächlich nach Wirtschafts-NATO. Sie rufen, ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Märkte. Als Psychologin muss ich Ihnen sagen, die Menschen haben das Gefühl, dass überall nur noch Markt und Standortwettbewerb herrscht und dass Sie die Menschen nur noch Manövriermasse und als Konsument behandelt werden. Sie sollten an die Menschen denken. Frau Psychologin, wir können uns nicht um alles kümmern. Aber keine Angst, ich habe die Menschen genau im Blick. Trotzdem, wir reden zu viel über Gefühle und Demokratie. Und wir reden zu wenig über Geopolitik. Nur Starke werden überleben. Auf in den Preiskampf. Schulen, Theater, Kliniken, Stadtwerke, alle müssen sich der Konkurrenz stellen. Genauso wie Bäcker und Metzger. Demokratie, schön und gut, aber wir können doch grundlegende Entscheidungen nicht der Straße, nicht flüchtigen Stimmungen überlassen. Herr Gabriel, die Menschen in Städten und Gemeinden kleben eben an der kommunalen Selbstverwaltung und wollen ihre Daseinsvorsorge garantiert haben. Was, was? Kommunale Selbstverwaltung? Können Sie in der Pfeife rauchen? Damit die Gemeinderäte ihre Prestigeprojekte weiterhin subventioniert bekommen. Wenn wir die regulatorische Kooperation durchkriegen, und das sage ich Ihnen, das werden wir, dann sind die Parlamentarier ohnehin aus dem Spiel. Investoren brauchen vor allem eins, Sicherheit, ein barrierefreies Operationsfeld. Würden Sie denn Ihr Geld in Projekte stecken, die nicht staatlich garantiert Profit bringen? Sie reden von Daseinsvorsorge. Wir sind es, die die Daseinsvorsorge erfolgreich privatisiert haben und es weiter tun werden. Das macht Deutschland zur globalen Wirtschaftsmacht. Nun, Herr Gabriel, ich fürchte, Sie sind unbelehrbar. Sie lassen den menschlichen Faktor außer Acht. Die Menschen sollen die ganze Agenda-Politik schlucken. Sie sollen marktkonform sein und Selbstoptimierung betreiben, aber sie haben nichts mehr zu melden. Das ist für wirksames Regieren suboptimal. Das führt zu inneren Spannungen, das führt zu Pegida und Verrohung. Nun, es gibt schließlich ein demokratisches Recht, rechts zu sein. Das wissen wir als Sozialdemokraten am besten. Ja, und jetzt ist es genug. Ich muss sofort los zum Essen. Ich kann die Herren von der Industrie doch nicht länger warten lassen. Der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg, der Kretschmann, wird übrigens auch dabei sein. Der freut sich schon auf die TTIP und die Impulse für eine nachhaltige Entwicklung der Wirtschaft in Baden-Württemberg. Den könnten Sie mal coachen. An mir und dem Kretschmann wird jedenfalls weder TTIP noch CETA scheitern. Das war die Straßentruppe von Attac Kassel. Vielen Dank, Herr Schirner und Veronika, für euren Beitrag. Mit Humor geht es irgendwie immer weiter, nämlich wenn man trotz dem Schlimmen lacht.